Moinsen Leute, ein weiteres Unboxing zum Dice Throne Late Pledge von mir, den ich bekommen habe. Diesmal geht es um die Miniaturen für Dice Throne. Und zwar für Season 1, damit fangen wir an. Die kann man hervorragend dann mit dem Dice Throne Adventures benutzen, was ansonsten Cardboard Standees hat. Und die sehen auch nicht schlecht aus. Aber naja, wir schauen uns mal die Minis an. Ich habe mich für die bemalte Ausgabe entschieden. Also die Miniaturen sind fabrikseitig vorgemalt. Und ja, wir gucken uns die mal an, wie die aussehen und ob sich das gelohnt hat. Einmal umseitig sind die Charaktere drauf. Die sechs alten Charaktere der Season 1. Plus die neuen, nämlich diese beiden hier, Moonelf und Treant sind oder Treant sind dabei. Die waren ursprünglich durch mal Kickstarter Extras. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir versuchen das jetzt hier mal zu öffnen. Und die sind jetzt in der neuen, im neuen Reroll Battle Chest von Dice Throne sind die mit drin. So. Bin ich mal gespannt. So, schauen wir mal. Deckel sitzt hier relativ fest. Mal sehen, ob wir den hier irgendwie so halbwegs rauskriegen. Ja, jetzt geht es. So, hier mal ein Blick in die Schachtel. Und dann schauen wir uns mal die einzelnen Figuren an. Ich bin selber gespannt, wie die geworden sind. Prototypen davon habe ich schon gesehen. Die sahen jetzt nicht so besonders toll aus. Also, die waren okay, aber nicht sehr detailliert. Aber diese sind wirklich detailliert geworden. Sogar Schattierung hier an den Kleidern. Das ist hier der Monk. Die sitzen hier auch gut drin, lassen sich gut transportieren. Hier ist das Pyromancer, die Feuermagierin. Ein bisschen. Ja. Das ist fabrikseitig, muss ich sagen. Absolut in Ordnung. Zumal die ja sowieso für eine Spielqualität sein müssen. Die sollen ja nicht in der Vitrine unbedingt. Die fasst man ja ständig an und bewegt sie. Jetzt mal den Paladin an. Ja, da kann man nicht meckern. Also, mir gefallen sie gut. Natürlich lachen da jetzt professionelle Maler drüber und Malerinnen. Aber wie gesagt, die Dinger sind so fertig vorgemalt und haben eine Menge Detail, haben Schattierung, haben natürlich insgesamt ein einfaches Farbschema, sag ich mal. Aber das passt ja auch zu den Comicfiguren. Die sind ja comicartig gezeichnet, die Charaktere. So, den Barbaren. Die Augen. Okay. Sieht aus wie der Yeti-Beine oder sowas. Ja. Den Shadow Thief. Den oder die. Nicht so ganz so eindeutig hier zu sehen. Aber das muss ja auch nicht. Das kann man sich ja aussuchen. Dann haben wir hier Ninja. Eine Rauchwolke, Puff.
Das lässt sich alles an bislang, also das ist echt nicht schlecht. Und dann haben wir hier noch den Moon Elf. Oder die Moon Elf, eine Mondelfe. Die gefällt mir auch echt ganz gut. Das Braun ist ein bisschen schlicht. Aber, ja. Also, da kann man mit zufrieden sein. Ich bin es auf jeden Fall. Investition hat sich gelohnt. Und ja, wir gucken uns das nächste Mal das Unboxing von Season 2 an. Danke für euer Interesse. Bis bald.